Ja, es ist schon wieder ein Jahr her. Ich habe dieses Mini-Beil hier, dieses Walter, diese Mini-Eggs vorgestellt und habe gesagt, Langzeittest, und ich werde meine Erfahrungen mit dir teilen. Und ja, das tue ich jetzt. Und wenn du wissen willst, was es kann, und wie es nach dem einem Jahr jetzt ausschaut und wie es abgeschnitten hat, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus meinem Greenscreen auf meinem Studio auf waldurlaub.de. Schön, dass du dabei bist. Ein Jahr Walter Camp Mini X oder wie auch immer das Ding heißt, habe ich schon einmal vorgestellt. Ich will jetzt gar nicht mehr in die Details gehen, aber ich kann gleich einmal dazu sagen, dass das Ding für die Größe und auch für den Preis in Ordnung ist. Ist es so ein richtiges Top-Produkt, das ganz nach oben hingehört, weil es einfach so genial ist? Nein. Ist es ein Produkt, das man in den Müll werfen sollte, weil es so kacke ist? Nein, ist es auch nicht. Es ist einfach ein kleines, liebes Beil, das durchaus stabil ist, das stabiler ist, als ich gedacht hatte. Und ja, ist durchaus in Ordnung. Also, durch das Arbeiten haben sich hier Scharten gebildet, hier überall immer wieder mal ein bisschen. Und ich habe es mitgehabt bei den kleinen Ausflügen und auch bei Trainings. Und natürlich, ja, mit der Zeit wird das ganz einfach grausig. Wir werden es danach jetzt gleich gemeinsam bearbeiten. Was ich noch immer wirklich bemängle, ist, dass die bei Walter oder bei Umarex, die das gesourced haben, also geholt haben und gebrandet haben und designt haben, da sich gedacht haben, wird man schon mit einem kleinen Finger durch können. Ja? Nein, es wäre einfach viel cooler, wenn man da mit dem Zeigefinger durcharbeiten könnte, dann wäre das viel, viel schöner. Und interessanterweise wollen die Teilnehmer das auch tun. Ja? Nicht jeder, aber wenn man das hergibt und sagt, ja, will mit dem arbeiten, ja, da will man da durchgreifen automatisch. Und dann geht es, und das ist das, was mir wirklich am Wecker geht. Aber das habe ich schon mehrmals erwähnt und soll so sein. Dann hier dieses Bart, ist ja Bartachs, wenn ich mich richtig erinnere. Also dieses Element hier, das ist irgendwie für eine, für so ein wenn es Campingbeil heißt, weißt, also wenn das Zombie-Apokalypse EDC Fighting Axe heißt, so geht, naja, gut, okay, ne, was die Fighting. Aber fürs Arbeiten würde ich das hier, also das sind meine Verbesserungsvorschläge einfach, ja. Wie gesagt, manche kommen mit dem, manche Zuseher, weiß nicht, ob es dir auch so geht, kommen mit dem überhaupt nicht zurecht, sagt, der muss immer sudern. Ich sudere nicht, sondern ich will, wenn das da nicht so wäre, wäre es cool. Weil, natürlich, es gibt auch Äxte oder Beile, die man dann jetzt verwendet, um vom Boden mit dem langen Stiel, den man hat, da so reinzuhacken und da so reinzuziehen, um ein Holz zu ziehen. Aber dazu braucht es nicht so aggressiv sein. Und bei dem Kleinen hier ist das einfach ein Blödsinn. Also ich würde das auch gerade machen, weil das einfach, einerseits hier an diesen Stellen kann es dann auch zu Abnutzungen kommen und du kannst dich einfach sau verletzen und das muss nicht unbedingt sein. Sonst war es sehr stabil. Die Schraubteile haben mit der Zeit einmal nachgegeben, die habe ich dann nachgezogen, aber das kann immer wieder mal passieren. Übrigens beim Reini Rossmann Bushcraft Beaver ist das auch bei dem einen oder anderen Messer jetzt in der ersten Serie, die wir rausgeliefert haben, auch passiert, dass die Griffschalen sich gelockert haben. Das tut mir leid, das kann passieren. Es ist halt blöd, es sollte nicht passieren. Und in der nächsten Serie wird das auch nicht mehr der Fall sein, aber das ist eine andere Geschichte. Der Punkt dabei ist, das war überhaupt kein Thema, einfach nachgezogen und jetzt sitzt das bombenfest. Wir haben auch geworfen damit, Axtwerfer, also so Beilwerfer, so wie ich es da jetzt gezeigt habe. Ich treffe natürlich ganz selten, außer ein Beil gibt es, so ein Fox, irgendwas. Ich gebe da oben beim I den Link, da treffe ich aus irgendeinem Grund, das bleibt nicht mehr stecken, aber bei dem hier gar nicht. Und was ich positiv gefunden habe, ist, dass der Stiel, obwohl der einige Mal ins Holz reingeprallt ist, nicht gebrochen ist. Das ist jetzt keine Garantie, also wenn du das Ding bei mir kaufst, weil es ist alles billige Eigenwerbung, gibt es natürlich bei mir im Shop, aber auch auf Amazon oder was auch immer, gebe da unten den Link. Und du jetzt wirfst und es bricht ab, dann ist es natürlich kein Garantiefall. Da wird Umarex Walter sagen, go home, weil dafür ist es nicht gemacht. Aber es ist durchaus stabil, denn wenn ich da hinten reinschaue in dieses Ding, da kann man reinschauen in dieses Griffding, dann geht das ungefähr bis hierher. Ja? Bis hierher, wir können eigentlich, wir könnten eigentlich, du, ich habe Axt, ich könnte was machen. Also gut, ich korrigiere, jetzt wo ich die Kamera ausgeschaltet habe, ich habe keine Axt, ich habe ein Beilchen. Ein kleines Mini-Beilchen. Ja? Könnte doch, ja, hier was rausspalten, ja, genau, und ich könnte jetzt da reingreifen, wenn ich das könnte, aber ich kann es nicht und könnte dann da versuchen, na, das ist zu dick, das ist zu dick, es muss noch ein bisschen dünner sein, ein bisschen dünner muss sein, komm,
Genau, und dann ab dem Zeitpunkt, also wenn du was spaltest, ja, ab dem Zeitpunkt hier, wo es ein bisschen auseinander geht, ja, wo der Griff dann anfängt, dann wird das interessant. So, da kann ich jetzt, genau, also bis hierher, ja, bis hierher, so weit kann ich rein, bis hierher ist anscheinend dieser Axt oder dieser Beilkopf oder was auch immer eingebaut oder eingeklebt, ja, bis hierher, ja, so weit kann ich rein, da, und da ist dann Stopp, also bis zu diesem Punkt hier. Ja, und dadurch ist das halt auch doch eine gewisse Stabilität und ist auch sehr kopflastig und das ist alles okay. Also das passt einmal ganz gut. Kommen wir zur Endbewertung. Also, wofür ist das da? Also wenn du es nicht wirklich für den EDC-Bereich hast, ja, weil du das herumführen darfst, weil es ja ein kleines Beilchen ist, sondern für Camping, so wie es auch heißt in der Beschreibung von Umarex Walter, dann ist es halt so, dass ich, und ich sage es ein drittes Mal, ist super, wenn man da reingreifen könnte, aber es halt so ist, du hast es jetzt auch gerade gesehen, dass die Spaltwirkung erst ab diesem Zeitpunkt hier anfängt. Es ist auch so gemacht, dass das hier noch einmal so ein Keil ist, ja? Also es ist nicht rund, sondern es ist da noch einmal so eingekeilt so nach unten, um dann gleich einmal dem Holz auch, ich sag jetzt mal, zu zeigen, wo es hingehen soll. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, und das ist ja der Punkt, das ist ein kleines Campingbeil, um Kleinholz zu machen, nicht um einen Baum zu fällen, ja, sondern um Kleinholz zu machen, dann, ich habe ja auch kleinere solche Beile, die halt dann auch etwas schwerer sind oder auch etwas teurer sind, das ist ganz klar, aber bei denen ist es halt so, dass es ein anderer Axtkopf ist, der halt, oder Beilkopf ist, der halt mehr Spaltwirkung von vornherein hat und dass das zum Arbeiten eigentlich angenehmer ist. Hat aber den Nachteil, schwerer, deutlich schwerer. Das heißt, wenn du wirklich viel Holz spalten willst und auch Holz spalten willst, dass es ein bisschen dicker ist, dann ist das hier nicht vom Zug, weil da sind die anderen auch nicht wirklich viel besser, aber da ist einfach der Zug nicht da. Wenn du aber etwas, nur so kleine Spreißerl machen willst, dann ist es auf jeden Fall okay und dann passt es auch. Lange Rede, kurzer Sinn, ein nettes Teil. Durchschnittlich, gibt es Besseres? Ja, gibt es Schlechteres? Ja, also gutes Mittelfeld. Jetzt bist du dran. Hast du das Walter Mini X Camping, was weiß ich, Hatchet, wie auch immer das Ding heißt? Schau in meinen Shop, dort kannst du einen genauen Namen, wenn du magst, oder auf Amazon. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Hast du auch dieselben Erfahrungen gemacht, dass es durchaus stabil ist und auch gut funktioniert, aber dass halt ja, das Einsatzgebiet beschränkt ist, dass es da Besseres gibt? Schreib mir einfach was. Das wäre cool. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lass, da geht es zu mir in den Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und ich sag tschüss und genieße noch in meinem Filmstudio hier auf Aldo Labate, den Greenscreen, und das kannst du auch gern, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.